Herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dinkelsbühl. Wir hatten heute schon etliche Ereignisse. In Dinkelsbühl selber gab es einen Großbrand. Ein Hotel hat der Dachstuhl gebrannt. Ich weiß nicht, ob es mit der Hitze zusammenhängt oder keine Ahnung. Das ist jedenfalls in kurzer Zeit schon, ich glaube, der zweite oder dritte Brand. Ja, schauen wir mal. Ich bin jedenfalls froh, dass ihr wieder dabei seid, wieder eingeschalten habt. Die Caravan Salon steht vor der Tür, sie startet. Ich persönlich werde dieses Jahr nicht auf der Messe sein. Dafür ist Katja hingefahren mit ihrem Tournee. Sie wird uns ein paar Videos schicken, ich werde die dementsprechend dokumentieren und dann euch natürlich auch mitteilen bzw. euch da mitnehmen, wobei natürlich viele Videos und das sind ganz tolle Kanäle und da würde ich sagen, schaut unbedingt mal rein. Camper Tobi hat einen tollen Kanal, ist auf der Messe vertreten, genauso wie der Sascha, wir sind Camper, wie auch der Frank D., Frank Debbing, Frank D. Camping. Auch er ist auf der Caravan Salon vor Ort, wie natürlich auch unser Markus, Fan for Van. Er wird auch ein Video machen oder zwei vom Caravan Salon. Die sind alle schon vor Ort. Filmen natürlich den Aufbau und sind als allererstes an die Top News dran. Hautnah und die Kanäle unbedingt nicht verpassen. Wir machen hier weiter in der Werkstatt. Das ist auch der Grund, warum ich natürlich hier bleiben muss. Bei uns hier ist ein bisschen Land unter. Wir haben unheimlich viele Großprojekte da, wo betreut werden müssen, wo unbedingt viele Kleinigkeiten immer wieder entschieden werden müssen. Und da können wir nicht alle einfach auf Messe fahren. Das ist halt immer so ein bisschen das weinende Auge. Ich wäre natürlich auch gern auf der Messe, aber nein, mal sehen. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr oder mal gucken, was die Zeit so mit sich bringt. Jedenfalls habe ich ganz tolle Umbauten, Ast, Tutsi-Hilfe, Großprojekt Foster, Katako, wo wir ein bisschen umbauen. Dann einen super geilen Ford Transit. Das müsst ihr euch anschauen. Richtig gut. Ich finde es richtig gut, das Fahrzeug, wie das geworden ist. Dann ein Kundendienst von einer Truma-Heizung. Auch das ist richtig spannend, wie so eine Heizung mal zerlegt wird, wie sie wieder zusammengesetzt wird. Auch das muss man ja mal zeigen oder ist auch mal interessant, wie lang sowas dauert, was da alles passiert, damit es funktioniert. Und dabei nehme ich euch jetzt einfach alle mit und wir gehen jetzt einfach mal in die Werkstatt und wupp, legen los. Also, auf geht's. Hier haben wir ein mal etwas anderes Fahrzeug bei uns in der Halle stehen. Der ist gar nicht wild ausgebaut. Ein wunderschönes Auto, Ford Transit. Bitte nicht wundern, wie es hier noch ausschaut. Wir sind hier mitten in der Arbeit. Was bauen wir hier? Hier machen wir auf der Rückseite eine wunderschöne, Installation. Der hat nichts, der kriegt von unserer Lithiumbatterie einen Landstromanschluss. Da haben wir hier unten schon den Durchbruch gemacht. Wo ist mein Finger her? Und da kommen wir mal rein. Dann haben wir hier eine Kombi 1530, damit er 1500 Watt zur Verfügung hat für 230 Volt. Dann hat er 30 Ampere Ladestrom für den Lithium-Akku. Da kommt dann nur 12 Volt Verteiler her für Kühlbox, eine kleine Steckdose und so weiter. Weil er hier dann doch ein bisschen Camping machen will. Sportfahrzeug, sage ich jetzt einfach einmal. Also echt eine tolle Geschichte. Heute haben wir relativ viel hier gemacht. Hier bauen wir den Lithium-Akku ein. Da hinten sind die Starterbatterien. Das ist ein bisschen schwierig. Ich dachte, ich komme da drunter. Nein, ich muss hier drunter, aber da bleibt nur genug Platz als Stauraum. Also muss ich den Lithium-Akku hier und am Beifahrer drunter bauen. Ja, und jetzt schauen wir nochmal rein in das Fahrzeug, weil es hat sich einiges getan. Die Installation
ist jetzt weiter fortgeschritten und schaut natürlich schon eine ganze Ecke besser aus. Hier haben wir 12-Volt-Verteiler hingesetzt im Großen. Dann haben wir noch ein paar Flachsicherungen montiert, weil da Kleingeräte angeschlossen sind. Hier haben wir das Kühlbox-Kabel direkt angeschlossen. Hier haben wir noch einen Zigarettenanzünder montiert. FI für den Wechselrichter, Landstromeingang. Den Solarregler montiert, damit man von außen eine Solartasche anstecken kann. Und so weiter und so fort, damit das Ganze eine richtige Elektrik hat, das Fahrzeug, und super gut zu gebrauchen ist. Hier haben wir dann noch die Landstromsteckdose, wo auch die Solaranschlussdose drin steckt, damit wir von außen das Ganze mit Landstrom versorgen können. Ja, und jetzt schaut das Ganze fertig aus. Jetzt haben wir nochmal ein Installationsbrett drüber gesetzt, damit das alles schön verschlossen ist, der Kunde trotzdem an die Sicherungen, an alles rankommt. Wenn er aber einlädt, natürlich an keinerlei Kabelkanäle oder Kabel hängen bleibt. So kann er jetzt Spaß haben und das Ganze schön einräumen. Sieht alle Daten, kommt an die wichtigsten Sicherungen ran und alles ist safe und voll funktionsfähig. Richtig geil. Was kriegt der? Schöne Solaranlage. Hier kriegt er 2 Lithium-Akku, Ladebooster, dann hier noch einen Lüfter für den Kühlschrank. Dann schauen wir mal kurz aufs Dach. Hier haben wir eine Solaranlage bereits drauf, doch wir ergänzen durch 1, 2, 3 Module, die dann sauber verklebt sind. Dann haben wir noch einen Maxwell montiert, da gehen wir dann runter mit den Kabel und installieren dann noch den Rest, Ladebooster, Lithium-Akku. Und dann sind wir auch hier schon wieder durch. Ja, den Lüfter müssen wir noch einbauen. Also auch hier wird da richtig viel zu tun. Dann schauen wir hier weiter, haben wir einen Foster stehen. Der kriegt richtig viel, der Foster. Also was heißt richtig viel? Auch der kriegt Lithium-Akku, der kriegt Wechselrichter. Ich müsste jetzt genau nach drauf schauen. Hier haben wir schon ein bisschen ausgeräumt. Das kommt alles hier in dieses Fach hier rein. Da haben wir die alten Akkus, da haben wir Platz, da verbauen wir die ganze Technik. Also da kommt einiges noch unter. Lithium-Akku, Wechselrichter, Ladebooster, Supersense und nochmal irgendwas war's. Alarmanlage nicht. Ja, nur ein paar Kleinigkeiten, also richtig, richtig große Baustelle auch wieder. Also da haben wir auch gut zu tun. Dann haben wir hier draußen noch Fahrzeuge stehen. Der hier, der Knaus, da haben wir eine Gasaußensteckdose heute gebaut. Auch interessant, der wollte unbedingt hier eine Gasaußensteckdose. Beim Kastenwagen immer gar nicht so einfach, weil hier natürlich der Wassertank ist. Das heißt, man muss hier alles demontieren, ein Riesenaufwand. Da muss man dementsprechend innen drin alles umkonstruieren, damit man die Gasleitungen verlegen kann. Also das ist gar nicht so ohne. Dann kriegt er noch ein Klesana, muss ich euch nicht mehr zeigen, da haben wir schon genug gezeigt. So, auch da gut zu tun. Hier haben wir einen Tonne, den haben wir fertig gemacht. Der wird nächste Woche geholt. Da geht es dann auch richtig zur Sache. Ja, hier sehen wir unsere Jungs fleißig beim Arbeiten. Links wird der Azuzi-Hilfe in den Tonne eingebaut. Hier haben wir den Forster, den habe ich euch schon gezeigt, was wir da alles machen. Da hinten steht der Karthago. Also es ist wirklich richtig gut, was wir hier machen. Azuzi-Hilfe, immer wieder ein Riesenthema, was wir machen. Und hier haben wir eine Reklamation, sprich eine Trummerheizung zur Reparatur. Ja, die Trummer habe ich schon ausgebaut. Da ist die Brennkammer defekt, der Glühstift im Eimer und das muss repariert werden. Also ziehen wir jetzt langsam die Brennkammer raus. Wir müssen die ganzen Schrauben lösen und dann hier die neue Brennkammer da hinten einsetzen. Die Dichtungen neu einlegen und alles wieder säubern, sauber anschließen, wieder montieren und dann entsprechend wieder in Betrieb nehmen. Und da möchte ich euch einfach einmal mitnehmen, wie das Ganze funktioniert. Hier lösen wir die Brennkammer raus, vorsichtig, schauen uns das Ganze an. Ich habe die Stromverhältnisse durchgemessen, also der Glühstift ist definitiv im Eimer, genauso wie auch die Brennkammer als solches, wo nicht mehr richtig
funktionsfähig ist. Also säubern wir das Ganze und installieren die neue. Dabei legen wir hier die Dichtung neu auf. Gesäubert haben wir jetzt schon alles und werden dann sauber die Brennkammer wieder einführen, die ganzen Anschlüsse wieder zusammensetzen. Das ist ganz wichtig. Also es ist schon ziemliches Geschäft, bis das alles wieder sauber passt und in Ordnung ist. Aber macht ja nichts, dafür sind wir ja da, um dass wir solche Arbeiten auch anständig durchführen. Wenn wir jetzt die Schrauben einsetzen, müssen die nach einer gewissen Reihenfolge und natürlich auch Newtonmeteranzahl entsprechend montiert werden. Hier beschriftet mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, je nachdem, über Kreuz. Ist wie bei der Montage eines Autoreifens, da dürfen wir sie nicht blenden lassen. Das muss man auch befolgen, weil die Alugussteile verziehen sich natürlich sehr gern. Und damit es alles ordnungsgemäß wieder sauber funktioniert und auch dicht ist, müssen wir das entsprechend auch wieder montieren. Und da fangen wir jetzt mal an und legen los. So, nachdem wir jetzt die Brennkammer wieder drin haben, die Kabel alle angeschlossen haben, hier hinten wieder alles sauber verlegt haben, machen wir nochmal einen restlichen Kontrollblick, damit auch wirklich alles funktionell sitzt und alles passt. Und dann können wir die ganzen Kunststoffteile, wo dran sind, wieder fix montieren, um die Heizung wieder einzubauen. So schaut die ganze Geschichte jetzt wieder montiert aus und da machen wir jetzt dann den Einbau wieder, um dass wir den letzten Check durchführen können, damit auch alles wieder funktioniert. Ja, hier ist die Heizung wieder montiert, alles wieder richtig an Ort und Stelle. Dann können wir auch schon gleich mit dem Testlauf beginnen, das ist ganz wichtig, damit natürlich auch alles läuft. Hier haben wir unser Diagnoseprogramm, hier ist die Fehlerbeschreibung, die wir jetzt rauslöschen. Dann machen wir einen Fernstart über den PC, kontrollieren alle Werte, damit alles passt, was wir natürlich vorher auch gemacht haben, bloß da hat nichts mehr gepasst. Jetzt schaut alles gut aus, somit ist die Reparatur dann auch gelungen. Ja, hier schaut unser Ast-Zuziehhilfe schon ganz gut aus, da wird der Ausschnitt gefacht, damit dementsprechend hier der Panel montiert werden kann, wo dann auch die Tür rangezogen wird, ist natürlich auch ein Riesengeschäft. Kochfeld muss raus, Ausschnitte müssen gemacht werden, Bohrungen müssen gemacht werden, Kabel müssen gelegt werden. Also das ist schon ein ganz schönes Geschäft, so eine Zuziehhilfe zu montieren, aber bringt viel. So schaut das Ganze dann fertig aus. Der, ja, ich sage immer, dieser Drehlöffel da ist montiert, sauber eingefräst, hat mein Mitarbeiter wieder echt geil gemacht. Hier wird dann nur ein bisschen Elektrik angeschlossen, damit auch dementsprechend die die Zuziehhilfe super funktioniert und alles ordentlich und sauber verbaut ist. Ja, ihr seht, wir haben hier immer jede Menge am Start, dann wird natürlich wieder das Kochfeld montiert, alles wieder zugemacht, ja, und schon sind wir hier mit dem Fahrzeug wieder durch. Ja, das waren wieder tolle Umbauten. Wir haben wieder richtig viel umgesetzt in der Woche. Wir haben Ast-Zuziehhilfe gemacht, ihr habt selber gesehen. Die Reparatur der Heizung, alles tolle Themen, wo ich euch gern mitmache oder mitnehme. Am besten fand ich aber das Projekt mit dem Ford Transit richtig toll geworden. Schöner Ausbau. So hat er Landstrom, so hat er 230 Volt, hat einen Lithium-Akku und hat auch gleich die Solaranschlussmöglichkeit für die Solartasche. Auch eine ganz tolle Geschichte. Ich bin da richtig happy über das Auto, weil das richtig gut geworden ist. Dann natürlich unsere Tournees, wo der Weise übergeben wird, der wird abgeholt. Dann ist einer noch abgeholt worden, den wir kurzfristig verkauft haben. Ein ganz toller Mann. Innerhalb von 3 Tagen hat er sich entschieden, er will schnell so ein tolles Auto haben. Und dann haben wir das schnell hergerichtet, kommt danach nochmal für einen kleinen Umbau vorbei. Auch eine richtig tolle Sache. Also ich muss sagen, hier ist richtig was los und es lohnt sich immer einzuschalten und dabei zu bleiben. Auch die nächsten Videos, tolle Geschichte. Wir knüpfen an das Video von Markus mit dem Crafter Umbau der Arbeitsplatte. Ich habe gerade einen in der Werkstatt stehen, den ich verfilme und euch natürlich unbedingt daran teilhaben lasse, weil das ist eine ganz tolle Geschichte. Da schaltet unbedingt ein, tolle Sache. Auch, wie am Anfang schon erwähnt, verpasst die Kanäle nicht. Tobi, Camper Tobi, wir sind Camper Sascha,
Markus-Fan for Van und Frank D. Debbing. Die sind alle für euch auf der Caravan Salon, um alle Neuheiten zu präsentieren. Unter anderem lässt uns auch unser Katja ein bisschen teilhaben. Sie schickt mir ein paar Videos zu. Da freue ich mich auch drauf, damit ich auch ein kleines Video machen kann, zumindest um euch so ein bisschen mitzunehmen, die auch gern auf meinen Kanal schauen. Also, ich wünsche euch alles Gute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Daumen nach oben. Freut mich natürlich. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Passt auf euch auf. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Micha.